So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu der neuen Folge Ark Survival Ascended. Ich habe eine neue Mod auf meinem Server geladen, die ich mir mal mit euch anschauen will. So Leute, wenn ihr auf der Suche nach einem Server seid, einem deutschsprachigen PvP-Server, dann schaut doch mal bei Midgard GR einen PvP vorbei. 4-Mann-Drive, 15 Tame, 15 Farm mit Mods. Servername und auch Discord ist unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und neuerdings habe ich auf dem Server auch die Mod Draconis Glaucus mit draufgeladen, um ihn mir mal anzuschauen. Und wir werden uns in dieser Folge mal mit dieser Mod beschäftigen und schauen, was es mit dieser Kreatur hier auf sich hat. Also ich feiere die Kreatur an dieser Stelle. Gut, wir gehen rein, Leute. Vergesst nicht, ein Abo da zu lassen. Würde mich sehr freuen. Abflug. Oh, schaut es euch an, Leute. Das ist der Draconis Glaucus. Ein Wasserdrache und eine Mod-Kreatur, die ich jetzt neuerdings auf dem Server habe. Und die will ich mir mal mit euch anschauen. Der ist Level 4. No, Alpha Glaucus. Leute, ich habe tatsächlich einen Alpha Glaucus gefunden, der uns angeblich Blueprints droppen soll. Und zwar ein Blueprint-Sattel zu sich selber, also ne, zu einem Glaucus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dem wirklich so ist. Ich greife den jetzt mal an, damit er auch aggressiv wird. Und dann gucken wir uns den mal an. Er wird aggressiv. Und guckt euch das an, was der raushaut. Ich meine, da mache ich mir keine Sorgen. Das ist aber das Problem, ne? Wenn man unter Wasser einfach gestunt wird. Jetzt stellt euch vor, ihr seid mal nicht im Creative-Modus unterwegs. Ihr habt gar keine Chance. Ja, es gibt Möglichkeiten. So, ich habe gekillt. Greif mal auf sein Inventar zu und finde tatsächlich einen fortschrittlichen Glaucus-Sattel, den ich mir zu gerne mitnehme. Hervorragend, Leute. Der soll immer oder meistens im Bauplan droppen. Unterschiedlicher Qualität. Aber ganz ehrlich, so einen günstigen Blueprint ist mir viel lieber als einen überteuerten. Also, wir lassen ihn mal weiter blitzen. Mit Hilfe dieses Bauplans. Wir brauchen dafür Chitin, Leder. 455 Chitin, 1800 Leder, Fasern 1200 und 669 Metallbarren. Was für diesen Blueprint natürlich auch ganz günstig ist. Machbar im Bereich des Möglichen. Kein Problem, Leute. Der Draconis Glaucus. Ihr findet den an der Wasseroberfläche, wie ihr hier sehen könnt, und hat immer den Kopf über Wasser. Ne? Auch mit den Schwingen ist eigentlich kaum zu übersehen, aufgrund seiner Form. Ne? Auch sehr, sehr wunderschön gemacht, ne? Wir finden den an der Wasseroberfläche, vor allem auch in der Nähe von Nesseltieren, das heißt hier diese Cidaria, was auch ziemlich gut ist, denn die benötigen wir. Wir müssen ihm die Leichen von den Cidaria bringen und ihn dann reindrücken. Ja? Das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. So, dann holen wir uns mal hier so eine Leiche. So, jetzt schwimme ich mal zu ihm hin. Und dann können wir mit Dreieck Feed Cidaria machen. Ne? Er ist vollkommen immun gegen diese Quallen, genauso wie dieser Archelon, den ich euch schon mal in einem anderen Video präsentiert habe. Wir können ihn gar nicht passiv zähmen und wir können ihn auch nicht mit Betäubungspfeilen bespicken. Ihr werdet dieses Wesen hier nicht bekommen, wenn wir ihn weiterhin mit Cidaria füttern. Okay. Bekommt hier einfach ein Aal. Ihr solltet gucken, dass um die Quallen herum möglichst keine Viecher sind, die eure Leichen hier wegfressen. Das wäre nämlich richtig bitter, weil ihr braucht einige Quallen für ihn. Im Netz steht, dass der ungefähr 10 Stück braucht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich levelabhängig ist oder ob der immer 10 braucht. Das ist schwer zu sagen. Er bräuchte ungefähr 10 Quallen. Ne? Bis wir das bekommen, was wir haben wollen. Wir machen das so lange, bis er aggressiv wird. Ja, er wird aggressiv. Aber das ist auch gut so. Ich muss aufpassen, dass ich den nicht anhitte. Wenn ihr den anhittet, dann wird er aggressiv. Und dann hat sich die Sache für euch erledigt. Okay,
Wir haben ihn durch die Zidaria aggressiv gemacht und schaut es euch an, was der hier rumblitzt. Was wir jetzt machen müssen, ist wie beim Bossfight, ihr habt jetzt einen Lebensbalken, ihr müsst ihn besiegen. Wenn ihr ihn besiegt habt, so, dann flieht er und hat euch ein Ei gedroppt. Und ihr seht selber das Ei, das ist gerade hier im Begriff zu schlüpfen. Ich nehme es mal auf. Und dann suchen wir uns mal eine schöne Stelle. Okay, Leute, wie schaut's aus? Wir wollen ja einen Drakonis auch haben, nicht? Wir können ihn nicht zähmen, wir können uns nur Eier besorgen, die wir hier dann platzieren können. Ihr seht aber selber, ihr könnt ihn zwar in eure Brutstation schlüpfen lassen, aber ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn der dann schlüpft. Es reicht vollkommen aus, wenn ihr dieses Glaukus-Ei ins Wasser legt. Ihr seht selber, es ist kein Problem. Ne, die Brutdauer geht runter, Gesundheit ist alles in Ordnung. Und ich bin jetzt hier in einer recht ruhigen Gegend, wo ich nicht gestört werde. Ihr solltet euch auf jeden Fall eine Ecke suchen im Wasser, wo ihr eure Ruhe habt und nicht mit Haien oder Mantas und Ähnlichem so konfrontiert werdet. Okay, Leute. 3, 2, 1, komm, schlüpfen. Hervorragend, wir haben einen. Prägung, Level 24, aber der reicht aus. Folge Test. Ich heiße einfach Test. So. Ihr seht aber, der Reifeprozess geht recht fix, nicht? Also zumindest ist das jetzt hier der Fall. Was die Babys und die heranwachsenden Tiere brauchen, ist Zidaria-Gift, Leute. Der frisst ausschließlich Zidaria-Gift, genauso wie der Archelon. Außer wenn er erwachsen ist, dann frisst er auch Fleisch. Aber für die Aufzucht braucht ihr auf jeden Fall natürliches Gift, damit ihr ihn gut durchbekommt. Ihr seht selber, Food geht jetzt auf jeden Fall hoch. Ich werde mir den mal ein bisschen ziehen. Aha. Ach, guck mal, wie flott der ist. Guck mal, wie flott der ist. Anhalten. Und wie schön der aussieht, ne? Am besten, ihr baut euch einfach so ein kleines Gehege. Jetzt hat er 20%. Nice. Und bräuchte in 35 Sekunden wieder. Jetzt will der spezielles Kibbel haben, was ich nicht habe. Aber wir lassen ihn jetzt mal auswachsen. Was ich mal testen möchte. Der Drakonis Glaukus ist ein Wasserwesen, welches sich auch an Land aufhalten kann. Er trocknet zwar aus, er kann am Ende auch keine Blitze mehr abfeuern und so weiter. Aber er kann, ohne zu sterben, sich an Land aufhalten. Jetzt will ich mal gucken, was passiert. Wenn ich so ein Ei hier bei den Klimaanlagen schlüpfen lasse. Und ich kann noch ein drittes hier ins Wasser legen. Der wächst schon schnell auf. Ne? Ich brauche mir keine Sorgen machen. Die Aufzucht ist recht zügig. Ihr seht auch selber, dass sich das Ei jetzt auf der Wasseroberfläche befindet. Das ist vollkommen in Ordnung. Speichert schön die Sonne ab. Ne? Genießt Wärme. Aber wie schaut es mit dem Ei aus? Bin mal gespannt, ob der uns verreckt. Okay, es ist geschlüpft. Ich gebe ihm auf jeden Fall mal Toxin. Er frisst. Tot ist er nicht. Und ihr seht selber, er kann sich auch an Land bewegen. Ich ziehe den mal hier rüber. Das ist jetzt eine Feldversuche hier. So. Guck mal, ihr seht selber, dass der austrocknet. Er hat einfach so einen Debuff. Aber auf Gesundheit verliert er halt nicht. Unser Drakonis hier ist fertig. Schaut es euch an. Majestätisch. Pack mal den schon mal einen Sattel auf. Und ich nehme mal ein bisschen was weg. Ein Ausdauerskill machen. Wir haben noch ein weiteres Baby. Schaut mal. Level 4 angenommen. Immer noch Level 4.
Die kommen echt gut durch, ne, muss man sagen. Aber es hängt natürlich auch wieder mit den Einstellungen zusammen, ne, was ihr habt. Was ich aber jetzt brauche, ist eigentlich dieses Venom-Zeugs. Ne? Also das ist jetzt hier dieser Admin-Sheets, Jelly Venom. Dann habe ich einfach mal 1001 GFI, ne, natürlich vorher ohne diese Unterstriche. Wenn ihr euch einen Cidaria cheaten müsst, um ein Ei zu bekommen, und es fehlen euch wirklich Qualen, Leute, dann haben wir ja hier diesen Code, Admin Sheet Summon Cidaria Charakter BPC, und ihr spawnt dann einfach ein wildes Cidaria, eine wilde Qualle, welches ihr töten könnt, um dann den Draconis zum Fraß vorwerfen zu können. Ausgetrocknet. Can run or use electric attacks. Er kann keine elektrischen Attacken starten, ja, weil er halt ausgetrocknet ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass er stirbt. Ihr könnt ihn euch wirklich am Strand setzen und braucht euch keine Sorgen machen. Kuscheln will er. Ja, bevor er ausgewachsen ist auf jeden Fall. Und damit hätten wir ihn. Und er kann keine elektrischen Attacken starten, lediglich beißen. So Schwindschleier, ne? Das ist ein richtig geiles Viech, Leute. Schaut es euch an. Das ist für mich ja auch alles Neuland, Leute. Ich mache es gerade, ich gucke mir die gerade zum ersten Mal an, während ich dieses Video mache. Nahrung scheint er jetzt hier nicht so krass zu verlieren. Aber ich lasse ihn hier liegen. Mal gucken, ob der auch an Nahrung verliert. Aber der hat wirklich sehr, sehr schnell das Biotoxin runtergefressen. Ne? Ich werde mir noch ein bisschen machen. Also ihr könnt ihn auf jeden Fall auch in eurer Base aufziehen, wo kein Wasser ist. Aber ich würde es euch empfehlen, ihn auch in der Nähe des Wassers zu lassen. Halt auch wegen dem Debuff. Und ich glaube jetzt, ihr habt gesehen, wie schnell er das weggefressen hat. Die haben ja immer noch das ganze Zeugs im Inventar. Dass er ebenso wie die Schildkröte, obwohl, schaut mal. Die fressen das alle so schnell runter. Interessanterweise. Bevor wir uns die ganzen Funktionen und Eigenschaften dieser Kreatur anschauen, nur noch eine Kleinigkeit zur Zucht. Es handelt sich dabei weder um einen Menschen noch um ein Weibchen. Dennoch könnt ihr, wenn ihr zwei von denen habt, diese paaren lassen und die droppen euch ein Ei. Also die sind wirklich asexuell. Ne, asexuell heißt das nicht. Das sind auf jeden Fall Zwitter. Kreaturen. Ich glaube, asexuell bedeutet, man braucht überhaupt gar keinen Partner. Aber die brauchen schon einen Partner. Ich werde die jetzt mal hier Spezialangriff erlauben. Paarung aktivieren. Bring es zur Paarung ins Wasser. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Der, vielleicht muss der noch ein bisschen. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ist da echt ein Mac gekommen, ne? Okay, das Paaren funktioniert auch ausschließlich halt unter Wasser. So, ihr seht selber, die paaren sich gerade. Wie der sich immer dreht. Der hat echt seinen Spaß. Das ist ja mal richtig geil, das Viech, Leute. Bring es zum Paaren ins Wasser. Was hat denn der jetzt auf einmal gemacht? Was ihr auf jeden Fall beachten müsst, das ist jetzt mir gerade mal aufgefallen, die haben jetzt ihre Paarung beendet. Wenn der Draconis Glaucus eine Zeit lang untätig bleibt, dann hat er sich dann dreht er sich und schwimmt an die Oberfläche und dann habt ihr dann halt wieder das Problem, das hier steht, bringt es zur Paarung ins Wasser. Ihr könnt aber diese Funktion ausschalten. Wir gehen jetzt mal mit Dreieck in dieses Radialmenü und dann Disable Island Flipping. Damit er das mit dem Flippen sein lässt. Ne? Er dreht sich wieder zurück. Ne? Er hat jetzt wahrscheinlich sein Geschlechtsorgan in der Luft. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir die wieder gedreht und die Paarung beginnt von vorne. Also darauf müssen wir wirklich achten. Aber ihr seht selber, jetzt funktioniert's. Ich bin mal gespannt. Würde mich ja sehr interessieren. Da es sich ja bei ja weder um Menschen und Weibchen handelt oder Weibchen handelt, ne, ob nicht beide ein Ei droppen. Oder ist das random? Einer von beiden droppt jetzt gleich das Ei, weil sie die. Es gibt ja amphibische Kreaturen, die ihr Geschlecht verändern können.
Also so bei Fröschen und so. Es gibt auf jeden Fall Tiere, die tatsächlich ihr Geschlecht von männlich nach weiblich verändern können. Ich weiß jetzt zwar nicht, was daran so gut sein soll an dieser Funktion von diesem Vieh, dass er einfach an die Meeresoberfläche schwebt, aber es ist halt sein Terrain, ne? Hier oben an der Meeresoberfläche. Wow, ich glaube, die haben beide ein Ei gedroppt, ich bin mir nicht sicher. Da ist auf jeden Fall eins. Ich glaube, das ist echt random, ne? Doch, beide haben ein Ei gedroppt. Schaut es euch an. Zack. Ihr bekommt gleich zwei Eier. Meine Vermutung war richtig. Das ist ja mal der Hammer. Und nur mal am Rande, Leute. Bei der Aufzucht benötigt ihr ausschließlich das natürliche Gift. Ne? Was anderes fressen Babys nicht und heranwachsende Drakonis nicht. Aber wenn der erwachsen ist, sollte der Fleisch fressen. Tut er auch. Also das ist anders als beim Archelon, der ausschließlich natürliches Gift braucht. Er frisst weder Beere noch Fleisch. Aber bei ihm ist das halt anders, ja. So, jetzt habe ich mir zwei Eier hier nochmal vorgebreedet, die ich mir erstmal auf Seite lege. So. Und dann schauen wir uns den Drakonis mal an, was für Funktionen er besitzt. Was für Eigenschaften der mit sich bringt. Lohnt es sich, ihn überhaupt zu zähmen? Okay. Boah, der leuchtet einfach im Dunkeln, Leute. Schaut es euch an. Boah, das ist ja echt gut, dass es gerade dunkel wird, ne? So, Leute, wir werden uns mal ein bisschen durchs Wasser bewegen. Ich meine, schaut es euch an. Mach mal die Kamera vielleicht mal ein bisschen weg. So, da sehen wir noch viel, viel mehr, oder? So. Schaut es euch an. Er bewegt sich sehr, sehr gut im Wasser. Also richtig schön wendig. Ihr seht selber, guck mal, wie schnell ich mich so drehen kann. Und ist auch recht fix. Wenn ihr Möglichkeit habt zu leveln auf Geschwindigkeit, dann habt ihr ein richtig schnelles Schwimmtier. Ein Wasserdrachen halt. So, was können wir mit dem eigentlich anfangen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Oh! Das war jetzt eigentlich ein Versehen, Leute. Ihr habt unten dieses Venom Charge. Ne? Ihr seht es ja unten, ne? an der Hotbar. Zum einen hat er mit R2 erstmal einen ganz normalen Biss, den wir ausüben können. Ne? Fleisch frisst er natürlich auch. Ja. Geil. Suchen wir uns mal ein bisschen Ärger jetzt, ne? Oh, der ist so fantastisch, Leute. Wie der aussieht, das ist echt geil. Okay, wir haben jetzt hier nochmal so eine Qualle. Das Schöne an dem Tier ist auch, dass der gegen Torpidität immun ist, aber die Quallen greifen ihn nicht an. Ne? Ist natürlich ziemlich cool, dass die ihn normalerweise nicht attackieren. Wie beim Drachen halt, ne? Der hat jetzt nicht viele natürliche Feinde. Und das gilt dann halt auch für diesen Drakonis Glaucus. Ich bin mir aber sicher, dass Tusoteutis und Mosa dann doch noch aggressiv werden. Wir schauen uns mal den Hai an. Seht mal, der Hai wird nicht aggressiv auf uns. Ich schwimme vor seiner Nase hinweg. Der müsste eigentlich sabbern, aber es interessiert ihn nicht. Plesios allerdings schon. Sehen wir ja gerade. So, meine Venom Charge da unten ist voll. Ich will mal was versuchen, und zwar mit L2. Habt ihr das gesehen? Wir haben seine Verteidigung runtergeschraubt. Schaut mal auf der linken Seite. Dieses Diminishing CC. Wir haben seine Verteidigung runtergeschraubt. Dadurch können wir ihm wesentlich mehr Schaden machen. Jetzt muss ich mal was versuchen. Ja, ihr müsst das gedrückt halten, Leute. Oh, nee, ihr müsst das gedrückt halten. Das ist ein Blitzstrahl, den er dann schießt. Ich habe das jetzt nur getippt und der hatte halt einen Buff. Ne? Seht ihr das selber, dieses Diminishing? Er stirbt dann einfach, ne? Wie die Lebensleiste runtergeht. Selbst dieses Elektrophorus-Viech ist nicht aggressiv auf uns. Schaut mal, ich kann mich so durch das Wasser bewegen. Und wenn ich halt treffe,
mache ich Schaden, ne, mit meinem Blitzatem. Er ist ja kein Strahl, es ist wirklich so ein Blitzatem, den ich habe. Und sobald ich einen Feind in Fadenkreuz habe, kassiert er ordentlich Damage. Ich weiß, ihr seht auch unten Venom Charge, es geht runter, irgendwann hört er halt auf. Und dann hat sich die Sache erledigt. Wenn der natürlich jetzt am Strand liegt und austrocknet, der kann er halt diese Funktionen nicht ausüben. Also oben am Strand. Am Anfang noch schon, allerdings ist der auch wesentlich schwächer oben am Land. Ne? Er macht weniger Schaden und irgendwann ist er gar nicht mehr dazu imstande, diese Blitze auszuführen. Er kann lediglich nur noch beißen und ist auch sehr anfällig dann auf Schaden. Ne? Schaut mal, hier sind jetzt so ein paar Aale. Ich steig mal ab, zieh die Aggro. Steig wieder auf. Die kommen. Aber die sind halt scharf auf mich. Aber wie sieht es jetzt mit den elektrischen Ladungen aus? Immun, Leute. Einfach immun. Ihr könnt seine Venom-Charge-Leiste auch hochschrauben. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Gift. Der frisst nämlich euer Venom-Zeugs weg. Wenn ich ihm das nämlich wieder reintue, ihr seht selber, dieses Venom Charge lädt sich wohl gar nicht auf oder ist das jetzt nur extrem langsam? Ne, ich sehe überhaupt keinen Fortschritt. Lädt sich gar nicht auf. Der braucht dieses Biotoxin. Da, das lädt er auf. Ob wir ihn zwingen können? Könnt ihr. Ihr könnt ihn zwingen, das Zeug zu fressen, damit seine Venom Charge wieder aufgeladen wird. Und wir haben eine weitere Fähigkeit. Wir können ja mit L2 einmal diesen Blitzatem machen, ne, und uns dabei noch geil bewegen. Und wir können mit R3 einen Special-Angriff durchführen. Dazu braucht er allerdings die komplette Leiste voll. Da sehe ich nämlich gerade. Der braucht die komplette Leiste. Der ist voll. Und jetzt können wir mit R3 einen Spezialangriff ausführen. Bams! Wir haben auf jeden Fall was gekillt. Den jetzt nicht, weil er irgendwie buggy ist, aber die auf jeden Fall. Dadurch ist aber auch die komplette Leiste natürlich wieder leer und er braucht wieder natürliches Gift. Da hätten wir wieder einen. Level 19. Schaut mal, ich kann ihn mit dem Blitzen gar nicht attackieren. Der ist tatsächlich, geht dagegen immun, gegen diese Torpidität, ne, durch dieses Betäuben und so weiter. Ich kann den beißen, dann ist er aber halt tot. Ne? Naja, ist aggressiv, der lebt noch, krass. Ich kassiere natürlich jetzt gar keinen Schaden, weil ich auch im Infinite Stat bin. Boah, tot durch Elektrizität, ey. Wie das runterrasiert. Das ist ja mal geil. Ja, er bekommt Damage. Nicht besonders viel, ne? Vielleicht liegt es aber auch am Sattel. Oder an dem Level vor dem Moser. So, wir können auch mit Dreieck, wenn wir hier in diesem Radialmenü drin sind, es ausschalten, dass der automatisch konsumiert, um sich zu laden. Also ihr könnt diese Venom Charge Leiste, ich mach das, zieh mal ein bisschen weg. Oh, ist das gerade irgendwie buggy? Ah, okay. Jetzt zieht er auch runter. Nice. So. Und wie ihr sehen könnt, füllt sich die Leiste gerade nicht auf, weil ich ihm verboten habe, natürliches Gift zu verspeisen, um seine Ladung aufzuladen. Ne? Dadurch können wir nämlich ein bisschen was mit nach Hause nehmen, ne? Bevor der alles wegfrisst. Und wenn ich ihm das jetzt wieder gestatte, dann frisst er das natürlich auch weg, ne? Um sich aufzuladen. Ich habe noch eine Funktion vergessen, Leute. Ihr könnt ja mit R2 beißen. Mit R3 habt ihr auch einen Special-Angriff und mit L2 halt diesen Blitzatem.
den ihr ausführen könnt. Und ich habe mit R1 noch eine besondere Fähigkeit. Und zwar können wir halt hier so eine Blitzkugel abfeuern. Schaut es euch an. Um so ein paar Fallen auszulegen. Ihr geht dann aber automatisch dann auch in diesen Zielmodus. Aber er feuert den nicht nach vorne hin ab. Ne? Wir platzieren den lediglich. Ah, doch, der bewegt sich langsam. Schaut mal. Auf das Ziel zu. Ihr könnt also ein paar kleine Fallen platzieren, die aber auch irgendwann verschwinden. Die bleiben halt nicht permanent. Ob sie jetzt, ne, da unten ist zum Beispiel jetzt eins runtergeflogen. Vor allem bin ich mit R1 dann auch einfach in dem Ego-Modus. Einfach so ein Kugelblitz, ne, abfeuern. Das ist ja mal richtig geil. Aber die verschwinden halt sehr schnell. Ne? Man kann es machen als Hilfe, ist aber nicht besonders effektiv vielleicht und zum Stunnen halt. Also er stunt natürlich sowieso immer Feinde, auch mit dem Blitzatem. Also ist auf jeden Fall eine nette Hilfe. Aber der verbraucht verdammt viel natürliches Gift, Leute. Also wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, euch das so zu cheaten, dann solltet ihr wirklich sparsam damit sein, weil er frisst das wirklich ziemlich rapide runter. Im PvP kann er bestimmt auch seinen Zweck erfüllen, ne? Aber wie gesagt, natürliches Gift muss man ohne Ende haben. Guck mal, wie hat er da wegfrisst. Das dauert jetzt auch seine Zeit, bis er halt die Leiste voll hat. Ne? Dann hat er hier 200-300 weggefressen. Aber allein, um sich mit ihm durch die Weltmeere zu bewegen, das ist schon ziemlich nice. Komm, greif mich an. Bissschaden bekommt er natürlich, aber elektrische Schläge nicht. Interessiert den nicht. Wirklich genial finde ich eigentlich, dass sie auch mit dem Mod einen Alpha-Draconis Glaukus mit hineingepackt haben. Dass wenn ihr ihn besiegt, er euch Random Quality einen Bauplan, Sattelbauplan, droppt. Ne? Mit dem ihr dann natürlich auch einen besseren Sattel herstellen könnt. Das finde ich richtig ziemlich nice. Eigentlich mit am besten von dem allen. Aber was haltet ihr eigentlich von den Draconis Glaukus? Ich finde den klasse, die Bewegung, die Angriffe, die Möglichkeiten, die er hat. Ne? Also ziemlich nice. Ist jedem anderen Wassertier hier aufgrund seiner Fähigkeiten überlegen und aufgrund seiner Flexibilität, ne? Seiner Geschwindigkeit. Majestätisch auf jeden Fall. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.